Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu The Raven. Ja, ich habe mir nochmal alles so etwas durchgegangen. Willkommen natürlich zum nächsten Part. So, wir haben den Kissenbezug mit Schmauchspuren, die Eiswürfelzange, die Tonbandspule, die Nachricht der Baronin und ein paar Steinchen und unsere Portemonnaie, ja. Ich gehe davon aus, dass unser blinder Passagier mich niedergeschlagen hat. Was immer seine Geschichte ist, er ist zumindest kein Dieb. In meinem Portemonnaie fehlt nichts. Ja, das ist schon mal gut. Okay. Wir hatten, wenn ich den richtigen Spielstand jetzt erwischt habe, mit dem Inspekteur gesprochen. Le Grand. Und ja, jetzt... mit dem Butler hatten wir, glaube ich, auch gesprochen. Und hier war ich noch nicht. Mal sehen, wer sich alles so versammelt hat. Oh, war schon was los. Herr Kreuzer, Sie müssen mir schon etwas mehr geben. Sie sind der Einzige, der mit im Zug war und kein Alibi für gestern Abend hat. Ich war in meiner Kabine, das habe ich Ihnen schon gesagt. Sind Sie sicher, dass es Ihre Kabine war und nicht die der Baronin? Le Grand wird sich einen Gast nach dem anderen vornehmen. Wenn er nicht die Antworten bekommt, die er hören will, dürfte es unangenehm für seinen Gegenüber werden. Lady Westmacott scheint eine Frühaufsteherin zu sein. Vielleicht aber auch nur, wenn Morde in ihrer Umgebung passieren. Ich habe im Zug das Funkeln in ihren Augen gesehen. Sie brennt darauf, eigene Mutmaßungen anzustellen. Lady Westmacott, so früh schon auf den... Oh. Herr Wachtmeister, wollten wir nicht erst denken, dann reden? Es tut mir leid, ich wollte nicht. Keine Zeit für Floskeln. Was haben die Ermittlungen bisher ergeben? Wir sind noch dabei. Um genau zu sein, habe ich einige Fragen an Sie. Nur zu. Was sagen Sie zu unserem Abenteuer im Zug? Eine außergewöhnliche Geschichte, nicht wahr? Ich freue mich, dass Sie Ihre Qualitäten unter Beweis stellen konnten, Herr Zellner. Hoffentlich nicht zum letzten Mal. Ich bin froh, dass alles ein gutes Ende genommen hat. Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie sich um Matthew gekümmert haben. Ich hätte es nicht ertragen, wenn ihm etwas passiert wäre. Alles nochmal gut gegangen. Glauben Sie, der Dieb aus dem Zug und der Mörder sind ein und dieselbe Person? Ich glaube, diesem neuen Raben ist alles zuzutrauen. Le Grand glaubt, dass es vielleicht keine neuen Raben gibt. Er glaubt, der Alte könnte zurückgekehrt sein. Das hat er gesagt? Halten Sie es für möglich? Alle glauben, er sei tot. Als Dramatikerin würde ich mich über die Rückkehr des Raben natürlich freuen. Eine Legende kehrt zurück, um einen letzten Job zu erledigen. Das ist romantisch. Gleichzeitig wäre ich aber von ihm enttäuscht. Wie meinen Sie das? Ich habe die Karriere des Raben aufmerksam verfolgt. Es gab ja nicht viele Einbrecher mit Charakter, mit Charme sozusagen. Seine Einbrüche hatten Cleverness und Witz. Aber in London hat er geschlampt. Fast wäre er erwischt worden. Und die Sache im Zug kann ich ihm nicht verzeihen. Nein, mir wäre es lieber, wenn der echte Rabe bei den Toten bliebe und weder mit dem Einbruch noch mit dem Mord zu tun hätte. Was glauben Sie? Wen sollten wir verdächtigen? Alle. Oder so gut wie alle. Jeder an Bord erfüllt die physischen Voraussetzungen, um jemanden zu erschießen. Aber wer verfügt über die Psyche, einer wehrlosen Person das Leben zu nehmen? Man kann den Leuten nicht hinter die Stirn blicken. Und sie sollten es auch gar nicht erst versuchen. Sie müssen Hinweise sammeln, Indizien, Spuren. Nur das bringt uns voran. Es ist nicht wie in einem schlechten Kriminalroman, wo kurz vor Ende ein neuer Charakter eingeführt wird, der sich dann für alle völlig überraschend als Mörder entpuppt. Mörder hinterlassen Hinweise. Sie sind nervös. Oder betont lässig. Sie müssen sich ständig verstellen. Und deswegen machen Sie Fehler. Das ist Ihre Chance, Herr Wachtmeister.
Finden Sie den Fehler, dann finden Sie den Mörder. Haben Sie etwas vom Mord mitbekommen? Leider nein. Ich war schon in meiner Kabine und habe die ganze Aufregung verpasst. Verfluchtes Alter. Wem sagen Sie das? Ach, Sie sind noch jung. In meinem Alter muss man damit rechnen, nicht mehr allzu viel Neues zu erleben. Und obwohl ich so viele Male über Morde geschrieben habe, habe ich noch nie einen miterlebt. Das ist spannend. Ich könnte mir denken, nicht jeder nimmt die Situation so gelassen hin wie Sie. Herzlos, wollten Sie doch sagen, oder, Wachtmeister? Ich habe mir den Mord an der Baronin nicht gewünscht. Aber wenn ich ihn schon nicht rückgängig machen kann, kann ich ihn genauso gut genießen. Was halten Sie von Inspektor Legrand? Er scheint so fähig zu sein, wie alle behaupten. Intelligent, zielstrebig. Ich habe mich gestern mit ihm unterhalten und er hat mich beeindruckt. Aber da ist auch etwas Getriebenes in seinen Augen. Ich glaube, er hat nie wirklich aufgehört, den Raben zu jagen. Die Ergreifung des Raben war das Ereignis, das ihn berühmt gemacht hat. Was, wenn er wirklich den Falschen erwischt hätte? Ungerechtfertigt darum, nagt an Menschen, zumindest an den Guten. Glauben Sie, dass er zu den Guten gehört? Wer mit solcher Inbrunst versucht, sein eigenes Denkmal zu Fall zu bringen, muss ein aufrechter Mensch sein. Oder ein Verrückter. Wie läuft das Verhör? Wollen Sie mir unterstellen, ich würde lauschen? Der Inspektor setzt den sauberen Herrn Kreuzer ganz schön unter Druck. Er ist der Einzige, der mit im Zug war und der für gestern Abend kein Alibi hat. Vielleicht. Aber der? Ein Mörder? Ich kenne ihn und seinesgleichen. Er hätte nicht genug Rückgrat, um jemanden kaltblütig zu ermorden und dann so ruhig zu bleiben. Er würde ein Drama daraus machen, würde sich betrinken und sich dann laut wehklagend ins Meer stürzen. Vergessen Sie ihn. Legrand verschwendet seine Zeit. Herr Kreuzer passt nur zu schön in das Bild, das sich der Herr Inspektor vom Raben gemacht hat. Sportlich, kultiviert, geht bei den Schönen und Reichen ein und aus. Ich fresse seine Geige, wenn er der Rabe oder der Mörder ist. Ich muss weiter, Lady Westmacott. Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden, Wachtmeister Zellner. Natürlich. Ja, das ist so mit dem Alter, da ist dann alles. Das Verhör, glaube ich, kann ich noch nichts dazu sagen. Schau mich hier mal um. Hinten ging es auch noch raus. Habe ich gerade bemerkt. Oh. Englische Ham and Eggs. Ein Vorzug auf einer internationalen Reise ist das internationale Frühstücksangebot. Viele meiner Landsleute halten es für unerhört, schon morgens gebratenen Schinken, Würstchen oder ähnlich Deftiges zu sich zu nehmen. Ich hingegen halte Ham and Eggs für den einzig nennenswerten Beitrag der Engländer zur internationalen Esskultur. Naja, das Frühstück ist wichtig, also das sollte man schon gleich was Ordentliches essen. Und ja, ihr wisst schon, wie ich meine. Recht hatte, also Frühstück ist schon, da muss man schon, ja. Der Kapitän ist da. Was haben wir denn hier? Okay, der Kapitän ist das. Ja. So. Kapitän Di Conti wirkt müde und alt. Vermutlich fordert sein Lebenswandel immer stärker Tribut. Okay. Kapitän Di Conti hätte sicherlich nichts gegen einen Plausch, aber ich glaube nicht, dass er mir im Augenblick weiterhelfen kann. Okay, dann halt nicht. Kapitän Di Conti. Ja, okay. War nur ein Versuch. Handtücher. Handtücher? Okay, vielleicht brauchen wir ja noch welche. Flauschige große Handtücher. Ich könnte damit eine der Liegen reservieren. Nein, vielleicht doch nicht. Kapitän Di Conti, Handtücher. Ja.
Wie gerne würde ich mich jetzt in die Sonne legen und ein Nickerchen machen. Aber dafür fehlen mir im Moment die Zeit und die Muße. Miss Myers scheint Gelegenheit gefunden zu haben, einmal nichts zu tun. Hallo, Miss Myers. Hallo, Herr... Wachtmeister Zellner. Halten Sie es eigentlich für angebracht, sich in dieser Situation zu sonnen? In welcher Situation? Gestern Nacht ist eine Frau ermordet worden. Falls jemals ein Mensch wieder lebendig geworden ist, weil ein anderer nicht in der Sonne gelegen hat, würde ich sofort zurück in meine Kabine gehen. Haben Sie gestern Abend etwas Ungewöhnliches gehört oder beobachtet? Nein. Mir ging es gestern Abend nicht sonderlich gut. Ich bin früh zu Bett gegangen. Heute Morgen geht es Ihnen offensichtlich wieder besser. Danke der Nachfrage. Ihren Eltern tut es sicherlich leid, dass sie in dieser schweren Stunde nicht bei Ihnen sein können. Das mag schon sein, aber ich bin kein kleines Kind mehr. Und wenn ich an meinen Verlobten denke, gibt mir das Kraft. Sie sind verlobt? Ja. Unmittelbar vor der Reise haben mein Freund und ich uns verlobt. Ich möchte damit meine Eltern überraschen. Besonders meinen Vater. Die Überraschung wird Ihnen bestimmt gelingen. Aber was tun Sie, wenn Ihr Vater der Verlobung nicht zustimmt? Was bleibt ihm anderes übrig? Wo er mich doch auf diesen Kahn mit lauter Dieben und Mördern verfrachtet hat. Reizend. Genießen Sie die Sonne, Miss Myers, und lassen Sie sich von uns anderen nicht stören. Es wird Ihnen nicht gelingen, mir ein schlechtes Gewissen zu machen, Wachtmeister. Ja, okay. Geh aufs Nebendeck. Nein, Jakob. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Hey, was wolltest du denn machen, du alter Sack? Okay, wir gehen aufs Vorderdeck. Hier ist niemand. Kisten, sind die wichtig? Sind die wichtig? Ich nehme an, dass darin die Schwimmwesten verstaut sind. Nah an der Reling, griffbereit für den Notfall. Ja. Ich hoffe, dass ich nicht in eine Situation kommen werde, in der ich eine Schwimmweste brauche. Okay. Das dazu. Aufs Vorderdeck. Da gehen wir dann mal hin. Mal sehen, wer da sich versammelt hat. Okay. Unser blinder Passagier hat sicherlich keine sonderlich erholsame Nacht in der Zelle im Frachtraum verbracht. Allerdings ist seine Zelle vermutlich gemütlicher als meine Kabine und geräumiger. Ich sollte dringend mit dem jungen Mann reden. Wenn ich in den Frachtraum will, muss ich den Konstabler vorher loswerden. Er wird mich nicht zu unserem jungen Freund vorlassen. Okay, das mache ich dann. Und was ist mit dem Schuss, der abgefeuert wurde? Könnte die zweite fehlende Kugel aus der Mordwaffe dort unten in einer der Holzkisten stecken? Hey, ich hab doch gar nichts angeklickt. Betrachte Shuffleboard. Wieder eine Sportart, die ich nicht begreife. Ich frage mich, ob dieses Spiel eine Weiterentwicklung von Boccia ist. Matt beschäftigt sich mit diesem seltsamen Spiel. Auf den ersten Blick sieht er wieder ganz normal aus. Ich glaube aber, dass er durchs ganze Schiff toben würde, hätte er die Sache im Zug wirklich vollständig verdaut. Hallo, kleiner Partner. Hi. Alles klar bei dir? Mhm. Hast du dich ein bisschen von unserem Abenteuer erholt? Mhm. Du, Herr Zellner? Hm? Was ist hier los? Was meinst du? Alle verhalten sich so komisch. Und da hinten klebt ein Klebeband an einer Tür. Das habe ich mal im Krimi gesehen. Du musst dir keine Sorgen machen. Hat es etwas mit dem Mann aus dem Zug zu tun? Es könnte etwas mit dem Dieb zu tun haben, ja. Hast du ihn noch immer nicht gefangen? Ich arbeite daran. Okay. Ich habe gehört, du und deine Mama hatten früher viel Streit. Früher mal. Da war alles blöd. Das Haus, die Schule, die anderen Kinder... Wir hatten nicht viel Geld und ich war immer alleine. Aber du weißt schon, dass deine Mutter gerne bei dir gewesen wäre. Sie musste arbeiten, um das Geld zu verdienen. Das hätte sie ja nicht tun müssen, wenn...
wenn Dad noch da gewesen wäre. Hm. Und wie kommst du jetzt mit ihr aus? Ich freue mich immer, wenn wir in den Ferien Sachen zusammen machen. Sie hat jetzt auch mehr Zeit für mich. Und im Internat mag ich es auch. Ich habe viele Freunde da. Und die Lehrer sind gar nicht so übel. Deine Mutter und Professor Lucien scheinen sich gut zu verstehen. Hm. Magst du ihn nicht? Weiß nicht. Er scheint doch ganz nett zu sein. Ja, vielleicht. Lady Westmacott sitzt ganz allein im Salon. Vielleicht besuchst du sie nachher mal. Das mache ich. Die Lady kann spannende Geschichten erzählen. Das weiß ich. Sie ist meine Lieblingsschriftstellerin. Sie hat mir erzählt, dass es ihr gar nicht so viel Spaß macht, diese Krimibücher zu schreiben. Sie würde lieber mal etwas anderes schreiben. Aber ihre Fans wollen immer nur die Krimis lesen. Die haben sie reich und berühmt gemacht. Ich habe ihr gesagt, sie sollte einfach schreiben, wozu sie Lust hat. Wenn es gut ist, kauft es schon jemand. Und wenn nicht, dann hätte sie zumindest Spaß beim Schreiben gehabt. Da hat sie gelächelt und genickt. Sie meinte, das wäre eine gute Idee. Was spielst du denn da? Ich spiele Shuffleboard. Versuche ich zumindest. Habe ich noch nie gespielt. Ist ganz einfach. Professor Lucien hat es mir erklärt. Und wer hat gewonnen? Wir haben nicht gespielt. Du wolltest nicht mit ihm spielen, was? Wollen wir beide eine Runde spielen? Klar! Okay. Dann lass uns anfangen. Oh ja, um was spielen wir? Ich dachte, wir spielen einfach nur so. Wie langweilig. Wir müssen um was wetten, sonst macht's keinen Spaß. Ihr Engländer. Also ich wette meine brandneue Zwille. Und du? Ich möchte nicht wetten. Sagen wir ein Eis in Kairo? Okay, wenn ich gewinne, bekomme ich die Zwille. Wenn ich verliere, bekomme ich ein Eis in Kairo. Oi, versuch nie, einen Matt Miller über den Tisch zu ziehen. Also was ist nun? Eis gegen Zwille? Na gut. Los geht's. Oh, da bin ich ja mal gespannt, ob ich das hinbekomme. Okay, es sieht so aus, als muss ich hier ziehen und dann... fünf. Okay. Eins zu eins. Verstehe ich jetzt nicht. Minus 10 gibt es auch. Es gibt auch plus 10. Okay. Shuffleboard. Keine Ahnung. Und? 11 zu 10. Oh, Alter. Ich glaube, das... Oh, 20. Ich glaube, das werde ich jetzt erstmal nicht gewinnen, oder? Auch so weit. Vielleicht nicht so gut. Na? 20, 20. Der kleine Drecksack. 30. Okay, wir zielen mal auf die Mitte. Ah! 10 zu 10. Was ist denn? Ja, gut. Wie schon gesagt, ich begreife das Spiel eh nicht. Jetzt hat er wieder 20 Punkte. Shit. Das war doch zu sehr nach quer geschossen. Und? 20. Meine Güte, ey. Was ist denn das für ein Scheiß? Mist. Gewonnen. Das macht ein Eis für mich. Du hast schon geübt. Irgendwie habe ich die Regeln doch noch nicht so ganz verstanden. Boah, du musst besser aufpassen. Also gut, ist ganz einfach. Du spielst mit den blauen Pucks, ich mit den roten. Du musst die Pucks mit diesem Stock da hinten ins Feld schubsen und möglichst viele Punkte machen. Klingt einfach. Wie viele Pucks habe ich? 6 Stück. Aber jetzt kommt's. Erst bist du dran, dann ich und so weiter. Und jeder darf die Pucks vom anderen auch aus dem Feld schießen. Dieses Mal gewinne ich.
Das glaube ich kaum. Okay, jetzt habe ich es begriffen. Ich habe 6 Pucks. So, und mit denen... Mit dem ersten schieße ich erstmal geradeaus. Yeah, shit, 1 Punkt. Und? Ah, also der schiebt mich praktisch auch in die... Halt mich so quer. Richtung. Oh Mann, ey, wieso jetzt das? Verfluchter Pfeffer. Okay, das war mein 2. Jetzt ist noch nichts verloren. Ich könnte ja versuchen, ihn rauszuschicken. Oh, ja. Ah, 20, okay. Ich habe 20 Punkte. Er hat 7. Ich habe ihn ja jetzt rausgedrängt. Typisch englisches Spiel. Ah, yes! Wie viel war das jetzt? Oh, das war gut. Ich bin sehr stolz auf mich. Es kann eigentlich nichts mehr schief gehen, oder? Ah, wenigstens auf die 8 hätte ich es doch. Naja, gut. 33. Oh Mann, nee. Bitte nicht. Bitte nicht. 3. Oh. Wieder gewonnen. Das macht noch ein Eis. Du kleiner... Ja. Ich glaube, ich habe erstmal genug. Ach komm schon, einmal noch. Später. Na gut. Ich unterhalte mich erstmal. Mann, so gut. Das war doch Gleichstand. Was soll der Mist? Verstehe ich nicht. Was ist denn? Inspektor Legrand vernimmt jetzt die ersten Passagiere im Salon. Und? Es wird noch Stunden dauern, bis er sich mit unserem blinden Passagier beschäftigt. Und? Wir könnten Zeit sparen, wenn ich mich mal mit ihm unterhalte. Wir könnten auch Zeit sparen, wenn Sie mich dieselben Dinge nicht mehrfach fragen würden. Ich lasse Sie da nicht rein. Wie spät ist es überhaupt? Haben Sie noch einen Termin? Nein, aber Hunger. Holen Sie sich was. Ich passe so lange auf die Tür auf. Haha. Aber Sie könnten mir was holen. Was wollen Sie denn essen? Irgendwas. Einen Apfel oder so. Im Salon stehen Ham & Eggs. Na, die darf ich nicht. Cholesterin? Sergeant Mills. Hm? Er ist für die Fitness meiner Einheit zuständig. Und er kann sehr verletzende Sachen sagen, wenn man ein paar Pfund zu viel auf den Rippen hat. Verstehe. Ich schau mal, was sich machen lässt. Danke. Okay, nächster Auftrag. Essen holen. Weil der muss ja irgendwie, man muss den irgendwie loswerden, damit ich da reinkomme. Ja. Weil ich ja den blinden Passagier auch noch verhören muss. Ah, okay. Egal, was Konstabler Oliver will. Er bekommt Ham & Eggs. Gönnen wir dem guten Konstabler noch etwas Salz. Na, genau. Aber ich glaube so. Nicht, dass das reicht. Ich glaube nicht, dass es reicht. Irgendwie fehlt noch was, um den wegzukriegen. Konstabler Oliver? Hä? Einmal Ham & Eggs. Aber ich soll doch nicht. Ich sehe niemanden hier, der Ihnen Vorwürfe machen würde. War eine harte Nacht. Auch wieder wahr. Lecker. Ordentlich Salz. Das war sehr korrekt von Ihnen.
Sie glauben doch nicht, dass ich mich jetzt auch noch um Ihr dreckiges Geschirr kümmere. Oh, natürlich nicht, Eure Majestät. Das war gut. Toll. Der Konstabler löscht seinen Durst mit der Wasserflasche. Sobald sie leer ist, hat er ein Problem. Allerdings will ich nicht so lange warten. Der Konstabler löscht seinen Durst. Okay. Wir müssen also irgendwie die Wasserflasche loswerden. Und eventuell vielleicht nochmal was zu essen holen oder auch nicht. Weiß es nicht. Ja, kann sein, aber auch nicht. Miss Miller und Professor Lucien unterhalten sich angeregt. Sie wirkt dabei sehr gelöst für ihre Verhältnisse. Miss Miller und... Guten Morgen, Miss Miller. Professor Lucien? Wachtmeister Zellner, wie geht es Ihnen? Ich habe gehört, Sie seien gestern Abend ohnmächtig geworden. Nun ja, nicht direkt. Ich wurde vergiftet. Oh! Dieser Schuft! Wen meinen Sie mit dieser Schuft? Diesen blinden Passagier, diesen neuen Raben. Der Junge kann nicht der Mörder sein. Als der Schuss ertönte, war er schon in Gewahrsam von Konstabler Oliver. Sie meinen... Wer immer die Baronin ermordet hat, befindet sich noch auf freiem Fuß. Ich glaube, ich sollte mich verabschieden. Ich würde mich gern ein wenig ausruhen. Eine letzte Frage noch, Professor. Die letzte Frage ist eigentlich egal, oder? Der Tresor in Legrands Kabine kann nur mit 3 Schlüsseln geöffnet werden, richtig? Das ist korrekt. Den ersten haben wir Monsieur Mokhtar vom Ägyptischen Museum per Luftfracht geschickt. Einen habe ich, den anderen der Inspektor. Aber ursprünglich sollte jemand anderes den 3. Schlüssel bekommen, oder? Sie sind gut informiert, Herr Wachtmeister. Baronin von Trebitz sollte ihn bekommen. Es gab dann aber Bedenken. Deswegen hat Inspektor Legrand ihn an sich genommen. War das seine Idee? Nun ja, so könnte man das sagen. Ich möchte jetzt in meine Kabine. Wir sehen uns später, Mary. Natürlich. Bis später. Ich wollte Ihre Unterhaltung mit Professor Lucien nicht so abrupt beenden. Ich weiß auch nicht, was er hat. Die Erkenntnis, dass sich immer noch ein Einbrecher auf dem Schiff befindet, scheint ihn erschrocken zu haben. Er war die ganze Zeit völlig entspannt und dann... Dann kommt der blöde Schweizer Wachmann und macht ihn nervös. Oh, das wollte ich damit nicht sagen. Schon gut. Er wird sich gewiss bald beruhigt haben und zurückkommen. Kann ich Ihnen einige Fragen stellen? Natürlich. Wie geht es Matt? Er sieht zufrieden aus. Er ist nach der Aufregung schon wieder ganz der Alte. Aber ich habe ihm nichts von dem Mord erzählt. Das wäre dann doch etwas zu viel für ihn. Ich glaube, ihn haut so leicht nichts um. Ich möchte Ihnen noch einmal dafür danken, was Sie im Zug getan haben. Ich hätte nicht gewusst. Alles gut. Das war doch selbstverständlich. Wie haben Sie den gestrigen Abend erlebt? Es war ganz schrecklich. Ich hatte mich nett mit Edgar, Professor Lucien, hier auf dem Vorderdeck unterhalten. Dann wollte ich nach der Lady sehen und bin übers Nebendeck nach vorne gegangen. Als ich an der Kabine der Baronin vorbeikam, habe ich einen gedämpften Schrei gehört. Sie hörten einen Schrei? Ja, ich dachte, vielleicht sei die Baronin gestürzt. Ich ging zur Tür und lauschte, ob noch etwas zu hören sei. Da nichts zu hören war, klopfte ich an und fragte, ob alles in Ordnung sei. Ich bekam keine Antwort. Interessant. Und dann? Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also versuchte ich, die Tür zu öffnen. Sie war verriegelt. Ich hatte den Butler der Baronin, Mr. Inch, auf dem Vorderdeck gesehen. Ich dachte mir, dass er vielleicht einen Schlüssel hätte und ging zurück. Auf dem Weg dahin kam mir erst der Bobby entgegen und dann Edgar, der nach dem Tresor sehen wollte. Ich erklärte ihm die Situation, dann ging der Alarm los. Wie hat der Schrei geklungen?
Es war ein kurzer Aufschrei. Sehr ängstlich, als hätte sich jemand erschrocken. War es eine Frauenstimme? Ja, die Stimme war hoch. Es könnte also ein Aufschrei der Baronin gewesen sein. Zum Beispiel, weil sie jemanden in ihrer Kabine entdeckt hat. Ich denke schon. Dieser jemand könnte sie dann mit einer Waffe bedroht haben, damit sie nicht um Hilfe schreit. Oh Gott. Er wartete, bis die Luft rein war? Ach, bitte hören Sie auf, Herr Zellner. Der Butler der Baronin hat ausgesagt, ebenfalls auf dem Vorderdeck gewesen zu sein. Ja, er stand auf der anderen Seite des Decks und rauchte eine Zigarre. War er die ganze Zeit auf dem Vorderdeck? Ich bin mir nicht sicher. Er war da und später war er mit auf dem Nebendeck. Ja, er hat sich um sie gekümmert, als sie ohnmächtig dalagen. Er hat ihren Kragen aufgeknöpft und ihren Kopf gehalten, während der Doktor sie untersuchte. Aber Sie können nicht mit Bestimmtheit sagen, dass er mit oder nach Ihnen und Professor Lucien vom Vorderdeck gekommen ist. Also, nein. Aber woher sollte er denn sonst gekommen sein? Haben Sie Inspektor Legrand die Vorgänge geschildert? Ja, gestern Abend. Er war sehr interessiert und hat sich einige Notizen gemacht. Aber ich wollte dann nach Lady Westmacott sehen und er hat mich recht bald gehen lassen. Er meinte, er würde meine detaillierte Aussage heute aufnehmen. Verstehe. Glauben Sie, der Mann aus dem Zug hat auch die Baronin auf dem Gewissen, Wachtmeister Zellner? Ich weiß es noch nicht. Es ist schrecklich. Explosionen, Diebe, Mörder. Das ist nicht die richtige Umgebung für eine Lady und einen kleinen Jungen. Sie und Professor Lucien schienen sich angeregt zu unterhalten. Oh ja, er ist Experte für altägyptische Kunst und eine Koryphäe auf dem Gebiet der Hieroglyphenforschung. Er ist Leiter der ägyptischen Abteilung im Britischen Museum, wissen Sie? Und im Ägyptischen Museum in Kairo soll er eine Ausstellung eröffnen. Richtig, in der das Auge gezeigt werden soll. Ursprünglich sollten beide Edelsteine erstmalig seit Jahrzehnten wieder öffentlich gezeigt werden. Daraus wird ja nun leider nichts mehr. Ich glaube, das hat ihn sehr mitgenommen. Wir bemühen uns, dass zumindest eines der Augen gezeigt werden kann. Gewiss. Ich werde Lady Westmacott fragen, ob wir nicht an der Ausstellungseröffnung teilnehmen wollen. Ich finde das sehr spannend. Und Professor Lucien wird Ihnen sicherlich eine Privatführung geben. Sie sind Amerikanerin, richtig? Das ist richtig. Und Sie sind wegen des Jobs nach England gezogen? Ich habe schon früher in England gelebt. Im Zweiten Weltkrieg habe ich mich freiwillig als Krankenschwester gemeldet. Ich arbeitete in einer US-Basis nördlich von London in der Apotheke. In der Apotheke? Interessant. Nun ja, es war Krieg und jeder wurde da eingesetzt, wo er am besten helfen konnte. Erzählen Sie weiter, Miss Miller. Nach dem Krieg habe ich begonnen, in London Musik zu studieren. Dort lernte ich meinen Mann kennen. Wir haben geheiratet und sind gemeinsam in die USA zurückgekehrt. Er war auch Amerikaner? Nein, Engländer. Aber es gab wohl Probleme mit seiner Familie und er wollte möglichst weit weg. Und Sie haben für ihn Ihr Studium abgebrochen? Nun ja, ja. Es war bestimmt nicht leicht, das Leben als alleinerziehende Mutter. Es war sehr hart. Ich arbeitete von früh bis spät und trotzdem reichte es nur für das Nötigste. Und ich konnte Matthew nicht die Aufmerksamkeit geben, die er benötigte. Und dann trat Lady Westmacott in ihr Leben. Wie ein Engel aus dem Nichts. Sie muss mir die Stelle wohl aus Mitleid angeboten haben, denn ich hatte ja keine Erfahrung als Gesellschafterin. Sie machte mir dieses großartige Angebot. Ich konnte es kaum glauben. Und sie ist ganz vernarrt in Matt. Sie bietet ihm eine gute Ausbildung und nun hat er alle Chancen im Leben. Eine fast unglaubliche Geschichte. Ich fürchte immer noch, dass es ein Traum ist, aus dem ich eines Tages aufwache. Wie ist es so, für eine weltberühmte Persönlichkeit zu arbeiten? Die Arbeit ist sehr interessant und abwechslungsreich und die Lady vergütet sie auch noch sehr großzügig. Sie haben viel Glück gehabt, dass die Lady Ihnen die Stelle angeboten hat. Ich bemühe mich so, die Erwartungen der Lady zu erfüllen, aber manchmal habe ich das Gefühl, es nicht schaffen zu können. Lady Westmacott könnte sich keine bessere Gesellschafterin wünschen. Ich spare so viel Geld, wie ich kann. Ich würde alles tun, damit Matt sein neues Leben nicht aufgeben muss. Lady Westmacott machte im Zug eine Andeutung, sie hätte ihre Romanfigur Inspektor Partout ermordet. Was meinte sie damit?
Oh, sie meinte bestimmt das Manuskript. Manuskript? Sie hat es immer bei sich. Es ist ein unveröffentlichter Partout-Roman. Ich habe sie einmal gefragt, warum sie ihn nicht veröffentlicht hat. Sie sagte, sie hätte in ihrem Testament verfügt, dass er erst nach ihrem Tod veröffentlicht werden solle. Und in diesem Roman wird Partout ermordet? Vielleicht. Ich habe ihn nicht gelesen. Niemand hat das. Am besten fragen Sie sie selbst. Wenn Sie in einer Apotheke gearbeitet haben, kennen Sie sich doch bestimmt mit Medikamenten und Giften aus, oder? Jeder Stoff ist potenziell ein Gift. Auf die Dosierung kommt es an. Sagt Ihnen Chloralhydrat etwas? Das ist ein Beruhigungsmittel, nicht wahr? Das frage ich Sie. Lady Westmacott hat mich auch immer solche Sachen gefragt für ihren letzten Roman. Aber da ich nie vorhatte, jemanden umzubringen, habe ich mich mit Strychnin und Arsen und all diesen Dingen nicht beschäftigt. Ich könnte Ihnen etwas gegen Kopfweh, Halsschmerzen oder Ausschlag empfehlen. Sehr freundlich, aber dafür besteht kein Anlass. Ich möchte mich verabschieden, Miss Miller. Inspektor? Ja, Leute, ich möchte mich jetzt auch verabschieden für diesen Part und ja... Was es mit der Zwille des kleinen Jungen auf sich hat und ob ich das Shuffleport-Spiel dann doch noch gewinne, ja, anscheinend, ich muss es wahrscheinlich gewinnen, damit ich hier weiterkomme. Mir fehlt nämlich noch ein kleines Puzzlestück. Ja, das dann erkläre ich beim nächsten Part und wie immer bleibt zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen und zu hören. Bis demnächst. Ich bin dann mal weg. Ciao.